Bruder Alois war ein ruhiger Mann, der ja Schreckliches hinter sich hatte. Und trotz allem war er nicht verbittert. Er war aufgeschlossen für die Nöte anderer, weil er selber Not erlitten hatte. Und ich muss sagen, ich war mit ihm menschlich äußerst zufrieden. Sagt Pater Helmut Tometzki über seinen inzwischen verstorbenen Mitbruder Heinrich Seitz, seit seines Lebens besser bekannt unter seinem Ordensnamen Aloysius. Tometzki, heute Geschäftsführer der Steyler Missionsprokur, lernte Aloysius 1970 kennen, als die Steyler Missionare auf der indonesischen Insel Timor eine Druckerei aufbauten. Abends nach getaner Arbeit kamen die beiden Missionare aus Deutschland oft ins Gespräch. Und er selber fing eigentlich nie davon an, aber wenn wir so unter uns waren und keine Holländer dabei, da hat er dann doch einiges erzählt. Immer wieder kam Aloysius auf die Ereignisse vom 19. Januar 1942 zu sprechen. Auf den Tag, als bei Sumatra die Van Imhoff sank, ein holländisches Schiff mit knapp 500 deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen an Bord. Unter ihnen 18 Steyler Missionare, unter ihnen Bruder Aloysius. Zwei Drittel waren im Zwischendeck 1 Meter hoch. Sie konnten also nicht aufrecht stehen, eingepfercht. Und über 100 waren in einem Käfig am Vorderdeck eingesperrt. Die Holländer wollten ihre Gefangenen außer Landes bringen, weil die japanischen Eroberer auf dem Vormarsch waren. Bruder Aloysius berichtet von unerträglicher Hitze und bestialischem Gestank an Bord. Es war am dritten Reisetag um die Mittagszeit, als die Van Imhoff mitten im Indischen Ozean von einem japanischen Bomber angegriffen wurde. Panik brach aus, das Schiff begann zu sinken. Ganz entgegen des Ehrenkodexes bei der Marine war der Kapitän der Erste, der mit seinen Offizieren ins Rettungsboot gegangen ist. Die Rettungsboote waren 50 oder 60 Leute aufnahmefähig und die Holländer sind gerade mit 20, 22 Leuten hineingegangen. Ein Teil der Gefangenen konnte sich retten, weil ihnen ein Feldwebel noch schnell den Schlüssel zu ihren Verschlägen zugeworfen hatte. Bruder Aloysius erreichte schwimmend ein Rettungsboot. Die Van Imhoff sank in einem gewaltigen Strudel und zog Hunderte mit sich. Die Schiffbrüchigen trieben ziellos umher. Und das Furchtbare an der Geschichte ist ja, dass die Schiffsbrüchigen von einem holländischen Schiff, der Bullungan, gesichtet wurden. Und die kamen ran und der Kapitän der Bullungan hat gefragt, was seid ihr für Leute? Seid ihr Holländer? Nein, wir sind Deutsche. Und er ist abgedreht. Einer hatte die Strickleiter schon runtergelassen, um die Leute zu retten, der musste sie wieder hochziehen. Auch ein Flugzeug der niederländischen Marine schickte keine Rettung. Erst am dritten Tag schafften es die Überlebenden, die Palmeninsel Nias zu erreichen. 412 der 478 Deutschen auf der Van Imhoff kamen bei der Katastrophe ums Leben. Bruder Aloysius überlebte als einziger der Steyler Missionare an Bord. In den Niederlanden galten die Ereignisse rund um den Untergang der Van Imhoff lange als Tabuthema. Das ist bis weit in die 60er und 70er Jahre vertuscht worden. Es ist ja, ich glaube, in den späten 60er Jahren in Holland ein Prozess angestrengt worden, den ein Überlebender aus Deutschland angestrengt hat. Und die Gerichtsbehörden sahen keinen Grund zur Anklage. Verfahren wurden verschleppt, Ermittlungen eingestellt. Bis heute bleiben die Ereignisse von damals ungesühnt. Vermeintlich gezahlte Schweigegelder vermuten Historiker in den Parteikassen der Nazis verschollen. Bruder Aloysius, der 1994 im Alter von 85 Jahren starb, brauchte Jahre, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Sein Mitbruder Helmut Tometzki ist überzeugt, dass er letztlich seinen Frieden gefunden hatte. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass er das im christlichen Glauben und in seinem missionarischen Sein und Selbstverständnis richtig verarbeitet hat. Nicht so wie Jesus ja für uns ans Kreuz gegangen ist, ohne auf seine Henker zu schimpfen oder ihnen böse zu sein. Das ist natürlich jetzt ein sehr hinkender Vergleich. Aber ich glaube,
Allo hat das im Glauben verarbeitet.